In Boca Chica sitzt aktuell Starship-Serie Nummer 24 auf dem Super Heavy Booster 7 auf dem orbitalen Starttisch und durchläuft eine Testkampagne, an dessen Ende ein orbitaler Startversuch steht. Ich weiß, das ist aufregend, aber entspann dich. Ich freue mich auch auf den Orbitalstart, aber raste nicht aus. Orbitalstart, ja, geil. So, das hat jetzt keine Fragen beantwortet, aber das war wichtig. Also, wie schaut die Testkampagne jetzt aus? Was ist schon passiert, was passiert jetzt und wie schauen die nächsten Schritte aus? Und die wichtigste aller Fragen, wann findet dieser orbitale Testflug statt? Anhand der zur Verfügung stehenden Fakten und der Umfrage, die ich gestartet habe, können wir heute eine ganz realistische Einschätzung der Lage abgeben. Es hat alles Anfang Januar schon begonnen, als SpaceX plötzlich damit begonnen hat, den orbitalen Starttisch mit dem Gewicht eines vollgetankten Starship-Stacks, also etwa 5000 Tonnen, zu behängen, um zu sehen, ob der Starttisch das aushält. Dafür haben sie die Gewichte der Kräne verwendet, die vor Ort waren. Zu diesem ganzen Gewicht kommt noch das der Mitarbeiter, die hier herumwandern. Sorry. Hätte dieser Test Probleme verursacht, wäre die Ausgabe jetzt hier aus. Der Tisch hat dem Gewicht aber standgehalten. Dann wurde S24 vom suborbitalen Teststand B auf einen Transportstand gehoben, bevor B7s Rollout begonnen hat. Danke NASA Spaceflight für diese tollen Aufnahmen und den ganzen Aufwand mit den Dutzenden Kameras, Autos, Personen und mehr vor Ort und drumherum. Das gilt natürlich für die ganze Community da draußen. Es ist echt erstaunlich, dieses Meisterwerk der Ingenieurskunst live mitzuerleben. Dieser Booster und das Schiff schauen echt schon nach Flughardware aus. Die Kacheln am Schiff sind beinahe perfekt, zumindest im ruhenden Zustand. Denn wer weiß, was passiert, wenn die 33 Triebwerke des Boosters zünden. Das bringt uns zu einem Problem, das SpaceX auf eine sehr interessante Art löst. Dafür muss ich ein wenig ausholen, damit du verstehst, warum SpaceX macht, was sie machen, wie sie es machen. Inzwischen wissen wir, dass es den Hitzeschutzkacheln nicht so viel Spaß macht, wenn die Triebwerke zünden. In anderen Worten, die Kacheln fallen gerne ab, wenn besonderer Stress auf die Struktur ausgeübt wird. Das geschieht einerseits durch die Vibration der Triebwerke, aber vor allem auch durch den Schall, der vom Boden reflektiert wird. Und wenn der Prototyp feuert, aber nicht abhebt, dann regnet es danach auch noch Geröll herunter, der ebenfalls noch Schaden anrichten kann. Aber vor einem orbitalen Startversuch muss der Booster ein vollständiges Static Fire mit allen 33 Raptor-Triebwerken durchführen. Das ist bei der Falcon 9 und bei der Falcon Heavy auch so. Die haben aber Flammengräben, die den Schall und die anderen Kräfte abschwächen und umleiten. Dank einer Frage von Chris Bergen von NASA Spaceflight wissen wir, dass es jetzt, also bei Redaktionsschluss am 13. Januar, einen Cryo-Test gibt, den ich euch noch zeigen kann. Dafür werden die Tanks in der Regel mit flüssigem Stickstoff gefüllt, um das gesamte integrierte System zu testen. Das scheint gut gelaufen zu sein. Danach, also wahrscheinlich oder hoffentlich noch in der zweiten Januarhälfte, findet ein sogenanntes Wet Dress Rehearsal oder WDR mit dem vollen Stack statt. Dabei wird die gesamte Startsequenz geprobt. Man betankt das Schiff und den Booster vollständig mit flüssigem Sauerstoff und Methan und geht sogar den Countdown durch bis zu dem Moment, wo die Triebwerke fallen würden. Dann hört man auf. Der Sinn hier ist einfach, dass man Probleme entdeckt, die man nur entdeckt, wenn man die Sequenz wirklich einmal durchprobt. Denn in der Theorie kann man wahrscheinlich schon einiges eliminieren, aber die Praxis kann dann doch noch einige unerwartete Überraschungen bereithalten. Bevor wir den Tweet von Chris Bergen genauer behandeln, möchte ich mich gerne bei all meinen Patrons und Kanalmitgliedern für euren großartigen Support bedanken. Ohne eure Unterstützung könnte ich diese Videos niemals produzieren. Ich bin mega dankbar. Aber damit der Kanal so laufen kann, wie ich es mir vorstelle, muss der Kanal noch ein wenig wachsen. Wenn du auch Teil der engeren Community werden und dabei Mars-Chroniken helfen möchtest, dann findest du alle Infos zu Patreon, Kanalmitgliedschaften, PayPal und Superthanks hier unter dem Video. Ein Abo, Daumen hoch und Teilen sind jedenfalls kostenlos und helfen auch enorm. Danke dir. Und jetzt zurück zum Tweet. In dem Tweet fragt Chris Elon, ob zuerst der Cryo-Test, dann ein WDR stattfindet, bevor das Schiff wieder heruntergenommen wird für ein volles Static Fire des Boosters. Währenddessen noch ein wenig am Hitzeschild basteln, dann das Schiff wieder oben draufstellen und auf die Starterlaubnis der FAA warten, die dann irgendwann Ende Februar oder Anfang März eintrudeln soll,
wenn alles nach Plan läuft. Darauf hat Elon geantwortet, dass das in etwa richtig klingt. Ganz genau wird Elon es auch nicht wissen. Ich glaube aber an die Schwarmintelligenz und habe deswegen eine Umfrage gestartet und nach etwa 8 Stunden hatten 351 Leute abgestimmt. Einige Optimisten glauben, Starship fliegt noch im Januar. Fast ein Drittel glaubt an einen Start im Februar. 21% glauben, dass es später als April werden wird und die meisten von euch, also 41%, glauben, dass Starship nicht vor März startet. Die pessimistischen 5%, die an einen Flug niemals glauben, nun ja, was soll man sagen? Ich hoffe, dass sie Unrecht haben. In diesem Tweet steckt schon die Antwort der Frage, wie sie das Problem mit dem Hitzeschild beim Static Fire lösen wollen. Sie trennen einfach das Schiff vom Booster. Jetzt könnte man aber meinen, dass sie eigentlich herausfinden wollen würden, was passiert, wenn die Triebwerke des Boosters zünden und das Schiff sitzt oben drauf. Andererseits ist das oberste Ziel nicht, einen Hitzeschild zu bauen, der ein Static Fire auf dem Boden aushält, sondern einen, der einen Orbitalflug und Re-Entry aushält. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Den Hitzeschutz können sie später noch immer perfektionieren. Jetzt geht es darum, so schnell wie möglich einen Orbit zu erreichen, damit sie die Erweiterung der Starlink-Flotte schneller vorangeht und das Starship-Programm kein Minusgeschäft mehr für SpaceX ist. Es ist auch durchaus denkbar, dass SpaceX beschließt, dass sie bei den ersten Starlink-Missionen, ähnlich wie beim Falcon 9-Programm, die Rettung des Schiffes als nachrangig betrachten. Sie werden den Wiedereintritt und die Landung zwar versuchen, aber es werden einige Versuche misslingen und das wird spektakulär. Aber bei so einer missglückten Landung hat das Schiff schon einen ordentlichen Stapel an Starlink-Satelliten ins All gebracht. Würde mich nicht wundern, wenn die tatsächliche Wiederverwendbarkeit mit Crew noch viele Jahre braucht. Als Alternative für Crew-Missionen könnte man ja auf die Falcon 9 und die Dragon zurückgreifen, um sie ins All und wieder zurück zur Erde zu bringen. Also eine Hybrid-Mission. Aber so ein Starship-Dragon-Undock-Manöver zu entwickeln, ist vermutlich nicht weniger aufwendig, als Starship selbst crewtauglich zu bekommen. Für Starlink und andere Satelliten muss... Dead. Zweite Fliege auf Kamera. Die kommen immer nur wegen dem Licht. Wahnsinn. Wahnsinn! Jetzt habe ich die Fliege in die Hölle geschickt. Sorry. Kollege! Sorry, Bro. Ich musste das machen. Ich muss drehen. Für Starlink und andere Satelliten muss Starship nicht zwingend dazu in der Lage sein zu landen. Lange Rede, kurzer Sinn, SpaceX verschiebt das Problem mit dem Hitzeschild auf ein anderes Mal. Jetzt ist es wichtig, einen Orbit zu erreichen. Deswegen möchte ich mit dir gerne den Prozess durchgehen, den SpaceX vor nicht allzu langer Zeit erfunden haben muss. Nachdem das Schiff am Transportstand stand und man sich sicher war, dass der Starttisch das ganze Gewicht aushält, hat das Rollout des Boosters begonnen. Während der Booster auf dem Weg war, wurde der Turm in die Hebekonfiguration 1 gebracht. Den Namen habe ich gerade erfunden. Sag mir in den Kommentaren, was du davon hältst, bitte. Dafür wird der Versorgungsarm des Schiffes zur Seite geschwenkt und die Chopsticks werden auf die Höhe der Pins des Boosters knapp unter den Gridfins angehoben. Der Booster wird auf einem Transportstand zwischen die Chopsticks geschoben. Diese ergreifen ihn dann an den besagten Pins, die Stabilisatoren rasten ein und der Hebeprozess beginnt. Noch vor einigen Monaten mussten unzählige Mitarbeiter Hand mit anlegen, damit der Booster gerade auf den Starttisch passt. Inzwischen geschieht das vollkommen robotisch. Ich sage nicht automatisch, weil ich glaube, dass Mechazilla noch nicht vollkommen automatisch funktionieren kann. Irgendwo sitzt jemand mit allen coolen Hebeln und Knöpfen für diesen Turm. Als der Booster auf dem Tisch stand, fuhr die Versorgungsstelle für den Booster aus und rastete ein. Dann ging der Turm in die Hebekonfiguration 2. Die dazu dient, das Schiff auf den Booster zu setzen. Das geschieht genau wie beim Booster, mit dem Unterschied, dass die Chopsticks etwas niedriger sind, wenn das Schiff angehoben wird. Das Schiff wird nicht an den vorderen Steuerflächen getragen, auch wenn das so aussieht, sondern hat solche Pins wie der Booster auch. Während all das passiert, werden ununterbrochen Methan, Sauerstoff und Stickstofftanker bei der orbitalen Tankfarm entladen. Der Plot verdichtet sich, denn das deutet ganz klar eine Weiterführung der Testaktivitäten an. Übrigens, diese tollen Bilder von NASA Spaceflight, die zeigen, wie B9 nach Ankunft von B7 vom Testgelände zurück zur Mega Bay in die Werkstraße gebracht wird, ignorieren wir einfach. Als das alles erledigt war und das Schiff endlich auf dem Booster stand, rastete noch der Versorgungsarm ein, der den ganzen Stack auch etwas stabilisiert.
Und noch einmal, alles ferngesteuert bzw. robotisch. Und jetzt möchte ich noch einen schnellen Blick auf die Infrastruktur in Boca Chica und McGregor werfen. Der Schutzwall zwischen der Tankfarm und dem Startgelände ist ordentlich in die Höhe gegangen. Und drumherum wird natürlich an neuem Grund gearbeitet. Wie könnte es auch anders sein? Ich glaube, SpaceX wird nach diesem Orbitaltest damit beginnen, einen zweiten Turm zu bauen, denn sie brauchen Redundanzen, falls mal etwas schief geht. Aber abgesehen von einigen Bodenmarkierungen ist noch nicht viel von einem zweiten Turm zu erkennen. Der zweite Flug könnte schon vom Kennedy Space Center stattfinden. Und da die Infrastruktur dort noch nicht bereit ist, könnte der zweite Flug vielleicht sogar ein weiteres Jahr auf sich warten lassen. Ich vermute nämlich, dass SpaceX zuerst beide Türme in Florida hochziehen will, damit das einmal erledigt ist und der gigantische Kran weg kann bzw. mit dem Bau der Mega Bay in Florida beginnen kann. Inzwischen sollten alle Turmsegmente für den zweiten Turm fertig sein und bald zum Pad gebracht werden. Könnte vielleicht doch schneller gehen als gedacht. Und jetzt möchte ich noch einen schnellen Blick nach McGregor werfen, wo SpaceX in einer Tour Raptor, Merlin und Triebwerke für das Mond-Starship und andere Raumschiffe testet. Wer will, kann sich rund um die Uhr den Livestream von NASA Spaceflight ansehen. Hier habe ich einen explodierenden Vakuum-Raptor entdeckt und dann sind mir noch diese Häuser hier direkt neben dem Teststand aufgefallen. Stell dir vor, da wohnt wirklich ein armer Schlucker, der versucht, YouTube-Videos zu drehen oder einfach nur zu schlafen. Mein Name ist Sirwan, danke fürs Einschalten, Peraspera ad Astra.